in diesem Universum aus Tabus und aus Schatten, was Männer ja nicht dürfen und was Männer ja nicht sein sollen, da gibt es die Zugänge zu dieser Kraft. Und deswegen, und wirklich ehrlich gesagt nur deswegen, interessiert mich, mit Männern zu Hardcore-Pornos zu arbeiten. Weil ich sehe in Hardcore-Pornografie, wir müssen nicht drüber reden, dass diese Welt visuell und sexuell so ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Darüber müssen wir nicht reden. Aber es gibt in unglücklicher und ungeschickter und unreifer Verpackung in Hardcore-Pornos den immerhin relativ direkten Zugang zu Starkstrom. Zu, hier trifft meine Innenwelt als Mann vielleicht auf eine Außenwelt als Frau vielleicht und der Mann hält sich nicht zurück. Das ist, wie gesagt, in Hardcore-Pornos seltenst das, wodurch Ekstase freigeschaltet wird oder was wirklich irgendwie mit kosmisch, tantrisch, Ganzkörperorgasmus zu tun hat. Aber trotzdem gibt es die Message, es kann gut gehen, wenn sich die Innenwelt nicht für die Außenwelt zurückhält. Das heißt, wir haben diese unbewussten männlichen Heilungsversuche längst in dieser Kultur. Und es bringt uns nichts, wenn wir auf Hardcore-Pornos draufhauen. Es bringt uns was, wenn wir sehen, was für eine Essenz, was für eine Sehnsucht, was für ein Starkstrom wird da in der Tiefe wieder sichtbar gemacht oder wieder angedeutet oder wieder erinnert oder wieder getriggert. Und dieser Spur zu folgen, nach meiner Erfahrung, bringt so viel mehr für alle Beteiligten und bringt so viel mehr sexuelles Selbstverständnis, sexuelle Selbstliebe, sexuelle Intensität zurück in unser Erleben, als wenn wir immer weitermachen mit dem, kleine Kinder auf die Welt zu bringen, die männlich sind, daran zu gewöhnen, dass sie sich zurückhalten müssen, weil sie sonst Täter sind, um ihnen dann später, sobald sie vielleicht mit Frauen in ein Beziehungsleben gehen, irgendwie damit in den Ohren zu liegen, sie sollen aufhören, sich zurückzuhalten. Das ist so doppelbödig und das ist so doppelzüngig und das ist so doppelmoralisch. Darin kann man sich als Mann nicht zurechtfinden. Du kannst nicht als Mann damit klarkommen, wann du dich zurückhalten sollst und wann nicht. Weil es immer aus der einen Seite so klingt und aus der anderen Seite so. Und fast alle Männer kennen das ja, dass sie sagen, ja, klar, hier bin ich zu viel. Wenn ich aber nicht zu viel bin, bin ich nicht sexy genug. Dann bin ich der Typ, mit dem man Tee trinkt. Es kotzt mich an. Und Männer haben Gründe davon, angekotzt zu sein. Und ich glaube nochmal, die Heilung ist vielmehr eine innere, dass die Innenwelt sich deblockiert, dass die Innenwelt, das in diesem Fall das männliche Nervensystem, sich wieder an diesen Flow von sexueller Intensität gewöhnt und sei es durch Hardcore-Pornos. Wie gesagt, das ist etwas, was ich seit Monaten, seit Jahren mit Männern erforsche und was ich finde, was fantastisch funktioniert. Also was echt enorme Rückmeldungen, enorme sexuelle Durchbrüche irgendwie produzieren kann. Yay, danke für dein Interesse an Lebendigkeit, egal was um dich herum passiert. Wenn du Lust hast auf noch mehr Tools, auf noch mehr Tricks, um deinen Alltag in ein Abenteuer zu verwandeln, dann check den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Du findest dort meinen Online-Salon und ich verspreche dir, wir sind eine ziemlich ekstatische Bande und du bist uns mit offenen Armen willkommen.